Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Stadtteilmagazin im wunderschönen Monat April. Anlässlich des Jubiläums Halle Neustadt haben wir ja schon viel über die Geschichte erzählt. Heute werfen wir auch einen Blick in Richtung Zukunft. Die Erbauer von Neustadt hatten vor 50 Jahren große Visionen. Die Realität hat manches davon eingeholt. Das heißt aber keineswegs, dass heutzutage keine Visionen mehr gefragt sind. Ganz im Gegenteil. Sie kamen aus Europa, Asien und Australien. 60 Studenten sowie Professoren von 5 europäischen Hochschulen, die sich im Rahmen eines Workshops mit der Zukunft Halle Neustadts befassen wollten. Die meisten wussten von Neustadt bis dahin wenig. Wir haben vorher an der Universität ein bisschen recherchiert. Was wir hier vorfanden, entsprach unseren Erwartungen. Überrascht hat mich aber der deutlich sichtbare Verfall der Scheiben hier im Zentrum. Na, ich bin eigentlich aus Sachsen-Anhalt, also ich kenne Halle Neustadt sehr, sehr gut. Und ich fand es einfach sehr, sehr interessant, was man aus dieser doch recht modernen Stadt ja dann irgendwie, also der Stadt des Modernismus einfach mal machen könnte und wie man das verändern könnte. Ich habe gedacht, ja, Halle Neustadt, das klingt sehr spannend. Ich habe ehrlich gesagt Plattenbauten gesehen, ja. Aber nicht in so einem guten Zustand wie hier. In Schweden haben wir eine ähnliche Entwicklung, wir haben ähnliche Programme gehabt. Ich glaube, also die Wohnbaupolitik in der DDR hat sehr große Ähnlichkeiten gehabt mit der Wohnbaupolitik in Schweden zu dieser Zeit. Das Kompetenzzentrum Stadtumbau hatte gemeinsam mit der Stadtverwaltung und den großen Wohnungsunternehmen diesen internationalen Workshop veranstaltet. Fast eine Woche lang haben die Studenten in 10 Gruppen Zukunftskonzepte entwickelt. Es war ein dynamischer Prozess. Wir waren oft unterwegs, um ein Gefühl für die Stadt zu bekommen. Es hat sich einfach entwickelt. Also, als wir diese Analyse gemacht haben, ist uns einfach aufgefallen, dass wir alle sehr begeistert sind von dem Grün hier. Wir haben auch mit einer Familie gesprochen, die hier in Halle Neustadt wohnt. Und die haben eben auch gemeint, was sie in Halle Neustadt eben wirklich hält, ist das Grün. Und deswegen war es einfach von Anfang an für uns klar, wir wollen irgendwie dieses Grün nutzen. Das andere ist die Größe der Stadt. So kam uns die Idee des Dorfes, Menschen wieder in einer Gemeinschaft zusammenzubringen, in Kombination mit dem Grün. Überrascht haben die Studenten mit allen 10 Konzepten. Halle Neudorf setzte natürlich schon mit dem Namen ein Ausrufezeichen. Ja, also unsere Grundidee war eben diese landwirtschaftliche Idee nach Halle Neustadt mit reinzubringen. Also dass wir den Bewohnern eigentlich die Möglichkeit geben, sich in Gemeinschaftsgärten zu treffen, dort eben zusammen ihre Kleingartenanlage zu betreiben. Aber wir wollten eben auch diese Produktion ein bisschen vorantreiben. Deswegen wollten wir eben hier diese Scheiben nutzen, um da vertikale Landwirtschaft zu betreiben. Besonders in der Scheibe E, weil man hier einfach diese Passage lang geht und das ist wirklich der Endpunkt. Und wenn man von Halle kommt, ist das Erste, was man sieht hier. Michael Eckegren hat schon viele Workshops begleitet. Der in Halle Neustadt war für den Schweden dennoch ein ganz besonderer. Ich habe auch nie so eine große Unterstützung gespürt hier, also so ein Interesse von der Stadt, von den Wohnungsbaugesellschaften und auch vom Kompetenzzentrum. Überraschend ist auch, dass so viel passiert in so einer kurzen Zeit, dass so ein schönes Ergebnis tatsächlich rauskommt, so unterschiedliche Ideen. Ideen, die zwar nicht heute oder morgen Wirklichkeit werden, aber dennoch nicht Utopie bleiben müssen. Auf der Architekturbiennale in Venedig werden sie im Juni auch international diskutiert. Die Besucher der Abschlusspräsentation in Neustadt waren jedenfalls beeindruckt. Diese Scheiben zu nutzen, um Landwirtschaft dort drin zu betreiben, finde ich ganz spannend, einfach erstmal als Ansatz. Mal gucken, also die Ideen sind sicherlich sehr teuer, wenn man sie eins zu eins, so wie sie hier präsentiert werden, umsetzen würde, würde das sicherlich nicht gehen, aber man kann aus jedem irgendwie einen Aspekt ziehen, der nachdenkenswert ist auf jeden Fall. Was mich gefreut hat, ist, dass bestimmte Fragen für mich schon beantwortet worden sind, nämlich die Frage nach mehr Grün, noch mehr Bunt. Und wirklich mal ein bisschen mehr Mut im Städtebau. Die Scheiben als Gewächshäuser, eine von insgesamt 10 mutigen Ideen, liebe Zuschauer.
Ja, in Hollywood verewigen sich ja die Filmstars mit ihren Handabdrücken auf dem Walk of Fame. Auch hier in Neustadt hat jemand bleibende Eindrücke hinterlassen, allerdings auf etwas andere Art. Ja, hier seine Geschichte. Von meinem Nachhauseweg vom Kindergarten Hänsel und Gretel sah ich eines Tages meine Mutter auf dem Balkon. Sie winkte mir zu und winkte und winkte und ich winkte ihr zurück und stand dann ungefähr an dieser Stelle und merkte auf einmal, ups, irgendwas ist verkehrt. Und zwar hatten dann an dem Tag hatten Bauarbeiter hier die ganze Verkehrsinsel mit Beton ausgefüllt und ich stand im Beton und wusste nicht vor oder zurück. Die Bauarbeiter da drüben saßen auf der Treppe, haben sich köstlich amüsiert, haben gelacht und ich habe mich dann entschieden, einfach weiterzulaufen und wie man sieht, heutzutage sieht man diese Spuren noch, die ich damals mit 5, 6 Jahren hier hinterlassen habe. Ja, das ist war mein täglicher Schulweg. Hier sehen wir meine Schule, wo ich gewesen bin, die erste POS und hier drüben habe ich gewohnt im damals längsten Block der DDR, Block 10 genannt. Ja, jetzt befinden wir uns im Inneren der ersten POS, wo ich von 1982 bis 1989, kurz vor der Wende, in der Schule war. Hier oben war das ehemalige Physikkabinett. Hier ging es zur Aula, wo wir unsere Schulspeisung eingenommen haben. Sie hat immer ganz leckeres Essen. Ich habe immer zu meiner Mutter gesagt, es waren Dinge wie Kartoffelsalat mit Würstchen oder Spinat mit Ei. Das haben nicht mal meine Oma oder meine Mutter haben das besser hinbekommen. Und dann war ich auch in der Foto-AG gewesen. Das sah früher dann ganz anders aus. Hier war ein Vorzimmer, soweit ich mich richtig erinnern kann. Und hier hinter dieser Tür befand sich eine Dunkelkammer, wo wir Schwarz-Weiß-Filme erstmal fotografiert haben und dann haben wir die entwickelt. Das war immer ganz toll, auf der Peisens gab es ja diese großen Rummelveranstaltungen und da sind wir zum Beispiel, da kann ich mich ganz stark daran erinnern, dass wir da das Riesenrad aufgenommen haben oder ein Karussell in Bewegung. Und das war auch, die haben uns immer verschiedene Aufgaben gegeben und das, glaube ich, ging dann um Bewegung, dass man Sachen mit einer langen Belichtungszeit fotografieren kann, mit einer kurzen Belichtungszeit, Sachen dynamisch wiedergeben, Sachen einfrieren und so weiter. Ja, wie bin ich eigentlich zur Fotografie gekommen? Das war ein langer, beschwerlicher Weg. Zuerst habe ich erstmal von 1989 bis 1993 in Leuna, wie viele andere auch sicher in dieser Stadt, eine Ausbildung zum Messsteuer- und Regeltechniker gemacht. Im Jahr 2000 habe ich eine Ausbildung zum Fotografen bekommen, habe die erfolgreich abgeschlossen vor der Handwerkskammer und mein Wunsch war aber auch neben der Fotografie Englisch zu lernen. Wir hatten zwar Englisch in der Schule, aber irgendwie, wenn man einen englischen Titel hatte wie damals, hat man mitgesungen, aber hat ja nicht so richtig gewusst, was es eigentlich ist, Life is Life oder We are the World und so weiter, ne, was so in den 80er Jahren meine Lieblingssongs gewesen sind. Und da kam der Wunsch auf, nach England zu ziehen und nach London. Es hat geklappt und ich war da erfolgreich, habe zum Schluss meine eigene Firma als Fotograf gehabt und wohnte da 11 Jahre. Habe das auch als meine Heimat empfunden, obwohl ich meine Familie, meine Freunde hier hatte. Was liegt näher als ehemaliger Halle Neustädter, jetzt Fotograf, ein Buch über Halle Neustadt rauszubringen. Ich ziehe dafür nach Halle Neustadt und werde den ganzen April über Fotos von Halle Neustadt machen. Dafür gibt es auch schon eine Webseite. Auf der Webseite können Sie Daten finden, wann ich wo bin. Das wird in verschiedenen Stadtteilen sein, das wird hier im 4. WK sein, oben im 1. WK, im Gastronom, in der Stadtmitte. Und da werde ich einen kleinen Fotobootkasten aufbauen. Und hoffe, dass Sie da zahlreich erscheinen und mir einfach helfen,
dass ich ein Buch für Sie machen kann. Es wäre ganz toll, wenn Sie mir mit Fotos helfen könnten, mit alten Fotos, mit Geschichten. Ich würde mich freuen, wenn Ihr Neustädter da mitwirkt. Wir sind natürlich gespannt auf das Buch. Ja, und erste Ergebnisse werden dann schon im Mai im Neustadtzentrum zu sehen sein. Ja, und so kleine Spuren würden auch die Kinder aus der Kita Lustiger Kater hinterlassen, liebe Zuschauer. Sie hatten ja in unserem März-Rätsel den Tulpenbrunnen gesucht. Ja, und die richtige Lösung wusste unter anderem auch Familie 20. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und ja, liebe Familie 20, Sie bekommen demnächst Post von der GWG Halle Neustadt mit Ihrem Preis, natürlich einem 30-Euro-Gutschein von den Thalia-Buchhandlungen. Der wird natürlich auch gesponsert von der GWG Halle Neustadt. Ja, und in unserem neuen Rätsel geht es um ein Haus, in dem sich viele Neustädter treffen in ihrer Freizeit. Neustädter aller Generationen. Das ist eine Blume, die kann er auspusten. Die hat blaue Stiele. Genauso grün wie dieser Stift hier. Und so. Genauso. Er ist kein Stift weiß. Oh. Zuerst ist er gelb und dann wird so weiß. Und der Wind pustet die weg. Dann fliegt das ganze Weiße weg. Dann fliegen die Samen rum und dann wachsen da neue. Das ist ein Haus. Da kann man was basteln und was singen. Spielen. Bücher angucken. Da gibt's auch so eine kleine Eisenbahn. Da waren so viele Eisenbahnquer durcheinander. Eine mit Stromabnehmer, eine ohne Stromabnehmer. Das ist jetzt schwer. Das ist ein Haus. Aber das hört sich wie eine Blume an. Ja, Sie kennen es ganz bestimmt, das Haus, das den Namen einer Blume trägt. Schicken Sie die Lösung an TV Halle, Delitzscher Straße 65 oder rufen Sie an unter 56633916. Die Preise. Einen Thalia-Gutschein sowie den Hauptpreis, einen Rundflug, werden zur Verfügung gestellt von der GWG Halle Neustadt. Ja, und selbstverständlich nehmen Sie an beiden Verlosungen teil. Liebe Zuschauer, Sie merken schon, mitmachen lohnt auf jeden Fall. So, und hier kommen jetzt noch unsere Kurzmeldungen. Der Name Erdgas steht bald auch in Neustadt für sportliche Großereignisse. Die neue Waldsporthalle wird offiziell Erdgas Sportarena heißen und 1200 Zuschauern spannende Spiele bieten. Der Eröffnungstermin ist im Juli. Heiner Hinrichs, einer der Erbauer Halle Neustadts, steht im Mittelpunkt eines Dokumentarfilms von Uwe Mann. Im Kino am Zoo läuft er am Samstag und Sonntag. Weitere Vorstellungen gibt es ab 18. April. Die Förderschule für geistig Behinderte heißt künftig Schule des Lebens Helen Keller. In der vorigen Woche konnte die Einrichtung am Ernst-Barlach-Ring eine sanierte und neu ausgestattete Trainingswohnung einweihen. Ja, und das waren sie. Das waren die Neustädter Geschichten im April. Wir melden uns wieder in genau einem Monat, wie gewohnt, am ersten Dienstag.